Carlos Diaz, es ist ja kurz vor High Noon hier im Mabea Football Center und das Duell, das um 12 Uhr hier startet, das heißt Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam. Mainz 05 an gleicher Stelle hier und für euch auch auf der gleichen Welle. Wie gesagt, dann, oh, schöner Ball, Rafael Guerreiro zieht schon in den 16er, Rafa Lupfer, Tor! Exakte handgestoppte 47 Sekunden. Und Rafa Guerreiro macht es wie im Vorjahr. Auch da traf er beim 2:1 Testspielsieg gegen Feyenoord. Auch heute wieder. Das scheint ihm zu liegen. Dieser Tag, dieser Gegner. Sehr zur Freude auch der Trainer. Aubameyang war ja, glaube ich, mal relativ nah dran. Und da hat Michael Zorc ja dann in einer unbekannten Weise gesagt, den verkauft er. Fast dann tatsächlich auch angetreten ist. Bei Marco Reus hoffen wir mal nicht, dass das passiert. Und da ist der Ausgleich. Der Ball ist Roman Bürki leider durchgerutscht. Nikolai Jörgensen trifft in der 22. Minute zum 1:1. Der musste den Ball aber tatsächlich auch nur noch über die Linie schieben. BVB wieder im Vorwärts. Dann Marco Reus spielt raus auf Ashraf Hakimi. Und dessen Schuss wird geblockt zur vierten Ecke für den BVB. Aber Angriff ist noch gefährlich. Gio Reyna, Hereingabe nicht so verkehrt. Botterin klärt mit dem Kopf auf vor die Füße von Axel Witzel. Drüber gegen die Steinmauer und dann gibt es dann doch wieder Ecke. War doch noch mal einer dran. Ecke Nummer 5. Nach diesem Schuss, dem geblockten von ihm hier, Axel Witzel. Die laufen, aber Axel, Ball ist weg, Jörgensen, Berghuis über außen. Berghuis in die Mitte, nochmal Abschluss. Ganz parade, Bürki nachgesetzt. Klau, stark von Pischu dann dazwischen. Also, macht er wieder gut. Roman Bürki, klasse Parade in dieser 30. Minute. Jetzt Rafa. Gut. Rechts ist Mo, jetzt könnt ihr rein. Zögert er, aber gut gemacht. Gio! Tor! 44. Ganz stark gemacht. Herrlicher Angriff abgeschlossen von Gio Reyna. Ja, sehr zur Freude sicherlich von Lucien Favre. Also direkt zu Beginn der Halbzeit und am Ende der Halbzeit machen wir 1. Und damit geht es mit 2:1 in die Pause. Marco hier war jetzt nicht viel angrenzen lassen. Jetzt hat aber Chris Führig die Möglichkeit. Schön gesehen. Links Rafael Guerreiro. Rafa, noch ein Haken mit Außenriss. Oh, klasse! Ja, vielleicht müssen wir jetzt noch mal ganz kurz, jetzt, wenn wir Marco noch hier sitzen haben. Marco, jetzt kannst du zu diesem Treffer noch mal kurz was sagen. Typischer Rafa. Kurz einhaken, dann chippen. Macht er gut, macht er stark. Gute Vorarbeit auch. So, wieder Platz für Chris Führig jetzt auf der linken Seite. Hattet nach innen. Oh. Und er ist drin. 4:1, 66. Minute. Wenn er nicht weiß, wollen einfach in den Kasten. Markus noch da, wie hat sich der Junge in den letzten Tagen gemacht? Guter Zug zum Tor immer, sehr lauffreudig, sehr kombinationsfreudig. Hier macht das auch richtig gut. Es gibt Abstoß. Pischu war dann nicht mehr am Ball und im Kopfball. Sehr stark geklärt da im Verbund Pischu und Bürki läuft noch weiter. Valeri rettet auf der Linie und am Ende geht er drüber. Mit vereinten Kräften rübergeguckt, möchte ich mal meinen. Gezogen, nochmal in die Mitte. Ja, ich hätte meine Klappe halten sollen. Ne? Also das 4:2 in der 92. Luciano Narsing. Also das ist dann der Endstand. Das hätte jetzt nun wirklich nicht gebraucht. Ja, ich. Wir haben es auch ein bisschen, oder ich habe es ein bisschen beschrieben. Lucien Favre, Dick Advocat, Cheikh Hens, zwei großer Trainer, die sich mögen, die sich verstehen.